So, wir sind hier beim zweiten End of Dragon's Strike. Die erste Phase beginnt, wenn wir hier gleich runterspringen. Der Boss wird ein bisschen durch die Gegend hüpfen, einfach hinterher rennen. Rote AOE-Felder am Boden sind böse, da nicht reingehen bitte. Und es werden gleich drei Spieler ausgewählt werden und die legen jeweils ein Giftfeld ab, dort wo sie stehen. Die Giftfelder kann man aufeinander stacken und dann rausdodgen oder ihr legt die einfach irgendwo an den Rand der Arena, das ist auch okay. Ihr solltet da auf jeden Fall nicht drin stehen dann, wenn die da liegen, weil die machen echt viel Schaden, sie machen extrem viel Schaden. Anker wird dann nach einer Zeit einen roten Kreis um sich rum chargen. Da müsst ihr sofort raus, weil wenn das gecharged ist, dann entsteht da auch ein Giftfeld und da wollt ihr nicht rein. Wie gesagt, es macht sehr viel Schaden. Und ihr müsst außerdem aufpassen, dass Anker euch da nicht reinzieht, weil es ist ähnlich wie bei Doom, wenn ihr den Fight kennt. Anker wird versuchen, euch da reinzuziehen. Ihr müsst dagegen anlaufen, also ihr müsst nach außen laufen, um da nicht reingezogen zu werden. Ansonsten geht das Ganze so weiter, bis wir bei 75% sind, dann ist die erste Phase durch. Dann haben wir so eine Zwischenphase, da müssen wir so einen kleinen Weg lang laufen. Ist nicht weiter schlimm, da spawnen ein paar OE-Felder, ein paar Giftfelder. Das sind aber keine One-Shot-Felder oder so. Die machen einfach ein paar Conditions, die könnt ihr cleansen, ihr könnt auch einfach warten, bis sie weg sind, ihr könnt am Rand vorbeilaufen oder durchdodgen. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Die sind nicht super gefährlich. Wenn wir dann bei der nächsten Plattform angekommen sind, dann beginnt Phase 2. Die geht von 75% bis 40%. Die Mechaniken von vorher bleiben, nur dass halt jetzt noch ganz viele kleine Ads auf der Plattform rumrennen, wenn wir ankommen. Die müssen wir dann cleaven. Das sind so kleine Spinnen. Und es werden dann drei Ads an drei Seiten spawnen, die so einen Strahl auf Anker schießen und sie unverwundbar machen. Die Ads können wir töten oder CC'en, das ist uns überlassen. Sobald die auf jeden Fall weg sind, können wir Anker weiter angreifen. Es werden außerdem noch so kleine Schlangenköpfe aus dem Boden rausschauen. Die drehen sich, die haben so einen Ring-AOE, da könnt ihr, müsst halt ausweichen. Müsst aber aufpassen, weil nach dem Ring-AOE, also das ist wie ein Donut, da könnt ihr drin stehen oder draußen stehen. Danach machen die Schlangen nochmal einen Kreis-AOE. Da könnt ihr dann nicht mehr drin stehen. Also müsst ihr aufpassen, wenn ihr euch drin versteckt, müsst ihr danach direkt raus, weil danach noch ein Angriff kommt. Es werden drei Giftfelder über die Arena wandern. Die werden sich so bewegen. Und die funktionieren auch wie ein Staubsauger. Also die werden auch versuchen, euch einzusaugen. Ihr müsst euch dann wirklich so hinstellen, dass ihr nicht eingesaugt werdet. Gleichzeitig, wie gesagt, gegen den Boss kämpfen. Und wenn die weg sind, dann spawnen später vier Giftfelder fest am Boden. Die werden sich nicht bewegen, aber Anker wird sich hinter diese Giftfelder teleportieren und euch wieder ansaugen. Das heißt, ihr stellt euch irgendwo hin, wo ihr safe seid und rennt gegen den Sog an. Müsst aber, wie gesagt, aufpassen, dass ihr eben nicht ins Gift lauft. Dann gibt es wieder eine Zwischenphase. Wir werden wieder einen Weg lang laufen. Auch dort wird es wieder Giftfelder geben. Das gleiche wie das erste Mal eigentlich. Und in der dritten Phase, die geht dann von 40 bis 0%, geht das Ganze genauso weiter. Nur, dass eben eine Halluzination spawnen wird. Das ist ein Ad, das hat ein Giftfeld um sich rum und das rennt einem Spieler hinterher. Das sucht sich einen Spieler aus und verfolgt den. Das heißt, wenn ihr merkt, dass das Viech euch hinterher rennt, dann geht mit aus der Gruppe raus. Es wird hier auch wieder vier Giftfelder geben, wo wir uns dann irgendwo hinstellen und Anker sich hinter die Giftfelder teleportiert und uns versucht, da reinzuziehen. Ihr müsst hier allerdings aufpassen, Anker wird die Position wechseln. Das heißt, ihr werdet mal in das eine Giftfeld gezwungen, mal in das andere Giftfeld. Ihr müsst also auch ein bisschen aufpassen, dass ihr euch nicht austricksen lasst und dann plötzlich in das eine Giftfeld reinrennt, weil der Sog plötzlich in eine andere Richtung geht. Genau. Ansonsten, glaube ich, fällt mir jetzt gar nichts mehr ein zu dem Boss. Dann würde ich sagen, probieren es einfach mal aus. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Falls ja, lasst gerne eine Bewertung und ein Abo da. Wenn ihr jetzt noch den nächsten Guide sehen wollt, dann klickt einfach auf dieses Video hier. Ich mache übrigens auch regelmäßig Raid und Strike Trainings drüben auf Twitch, also lasst da am besten auch einen Follow da. Joint außerdem gerne auf meinen Discord, damit ihr keine Community Events und Giveaways verpasst oder wenn ihr einfach Leute zum Chatten sucht. Alle Links packe ich euch übrigens in die Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal, euer Valdorn.